So, ich habe jetzt hier einmal aus der einen Heckanzeige die Steuerplatine ausgebaut und werde jetzt erstmal herausfinden, was für Spannungen hier von dem Versorgungsteil kommen. Die Ansteuerung der Matrix, die ungefähr hier in diesem Bereich stattfindet, die habe ich schon ungefähr im Kopf. Und wie gesagt, mein Ziel ist es halt, eine eigene Steuerung zu bauen mit einem Arduino und einem entsprechenden PCB-Entwurf, den ich dann anfertigen lassen werde. Ja, sodass eigentlich dann im Endeffekt meine Steuerung quasi diesen ganzen Teil hier übernehmen würde. So, jetzt schalten wir das Ding erstmal an. Das Kabel ist ein wenig knapp, deswegen rutscht das hier gerade so ein bisschen weg. So, ihr seht auch, es initialisiert sich direkt. Und dann werde ich jetzt mal schauen, was hier so für Spannungen vorhanden sind in diesem System. Hier sind zum Beispiel drei Punkte markiert. Vier sogar. GND, VPP, VCC und VCC1. Also ich erwarte jetzt eine symmetrische Versorgung, denn es ist ja eine Flipdot-Anzeige. Und bei Flipdot-Anzeigen, die Flipdots funktionieren ja so, dass eben eine Spule ein Magnetfeld erzeugt und das entsprechend je nach Polarität den Dot umdreht. Das heißt, man bräuchte natürlich logischerweise plus 24 oder eine positive Spannung für den Dot. Ich erwarte mal, dass es wahrscheinlich 24 Volt sein werden und minus 24 Volt. Also schauen wir mal, wir haben halt hier Ground, vielleicht besser so rum. Schauen wir mal, VCC dürften ja 24 Volt sein, die kommen ja auch entsprechend auf die Platine rein. Ah, okay, nein, das sind 5 Volt für die Logik dahinter, okay. Das ist also 5 Volt für die ganze Steuerung hier. VPP haben wir hier bei, okay, 19,4 Volt, okay. VCC1 haben wir auch 5 Volt, okay. Was kann man denn da noch sehen hier? Wir haben hier einmal einen 7805 Spannungsregler. Und hier, sehr verdreckt, alles verrußt in dieser Anzeige. Was haben wir hier? Das kann ich nicht ohne Lampe sehen. Hier haben wir einen... was ist das denn? Ein LM317, also ein einstellbarer Spannungsregler. Okay. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie die negative Spannung für die Dots erzeugt wird. Da schaue ich doch gerade mal, ob hier hinten irgendwas hintergeht. Also hier haben wir wohl Ground. Nehme ich zumindest mal an. Gerade mal nachprüfen. Müsste ja entsprechend hier dann auch 5 Volt anliegen. Ja, genau. Das ist also Ground hier. Der geht natürlich hinten rüber zu dem Matrix-Anschluss, ist klar. Ach, dieses Messgerät ist toll. Es funktioniert auch nur halb so gut, wie es so funktionieren sollte. Aber gut, das ist auch nur ein Voltgraph, von daher. Ich muss mir irgendwann mal ein gescheites kaufen. Ich habe auch dieses schon etwas, etwas beschädigt, dass ich, zum Beispiel der Diodenmessbereich funktioniert einfach nicht mehr. Aber okay, damit kann ich leben. Solange es nicht gerade komplett falsche Werte anzeigt. Ich nehme mal an, dass der andere breite Track hier entsprechend dann die 24 Volt sind, die wahrscheinlich irgendwie durchgeführt werden. Mal ausprobieren. Mal schauen. Ne, ist dann auch 5 Volt. Dann hole ich gerade mal das Flipdot-Movie einfach und schau mal, ob ich da etwas schlauer draus werde. So. Hier haben wir das Flipdot-Modul. Was immer schön ist, man kann so raufpusten, dann sieht man diesen schönen Effekt. Ja. Also, das Flipdot-Modul funktioniert übrigens eigentlich ziemlich einfach. Und zwar sind auf diesem Modul hier 14 Zeilen und 28 Spalten. Wobei die 14 Zeilen jeweils zwei Anschlüsse haben. Einmal eben für in Richtung schwarz drehen und in Richtung gelb dann drehen hier.
Das heißt, man hat hier 28 Anschlüsse, hier auch nochmal 28. Und die Spalten sind hier über diesen FP2800A. Genau, das ist eine, so ein Controller extra für entsprechende Flip-Dot-7-Segment-Anzeigen beziehungsweise eben Flip-Dot-Matrix-Anzeigen. Das heißt, man gibt dem Controller hier eine 5-Bit-Adresse und wählt daraus dann eine der 28 Spalten aus. Und die Zeilen werden entsprechend einfach direkt auf diesen 50-poligen Verbinder rausgeführt und dann eben von der Steuerung quasi entsprechend gewählt. Das heißt, eigentlich ist die Verdrahtung auf dieser Platine auch relativ einfach gehalten. Also, jo, ist nicht so spektakulär. Trotzdem wüsste ich jetzt gerne, mit welcher Spannung das Ganze läuft, damit ich das entsprechend für mich selbst dann berücksichtigen kann. Ja gut, das ist auch nicht das Modul, was dazugehört. Das sollte eigentlich gleich sein, aber ich nehme mal lieber das Originalmodul. Nicht, dass da noch irgendwas kaputt geht. So. Machen wir die gerade nochmal auf hier. Die haben diese schönen einrastenden Schrauben, die irgendwie keine richtigen Schrauben sind. Das macht das Ganze ziemlich einfach. So. Hier sieht man auch nochmal die Platine für die Spannungszusagen der LEDs, die an jedem Pixel dran sind. Ja, tatsächlich, jetzt funktioniert es. Das heißt, die Matrix ist wahrscheinlich anders verdrahtet, okay. Dann kann ich es ja jetzt auch gerade mal schnell zeigen hier. Ja, es ist übrigens sehr verrußt, wie gesagt, es fällt immer noch Zeug raus. Hier haben die Steuerung hat auf der Rückseite einen Taster, einen gelben und einen schwarzen Taster und wenn man die betätigt, sieht man halt auch dann, tut sich nichts, wunderbar. Ja, gut, also jetzt sieht man hier, kann man die ganze Anzeige eben entsprechend vollgelb bzw. eben voll schwarz schalten. So sieht man halt schnell, ob alle Dots funktionieren. Jo, dann müssten wir jetzt an diesem Modul einfach mal messen, welche Spannung anliegt. Hier haben wir dann das Datenblatt von dem Ding. Sieht man hier, Decoder Driver. Hier steht auch bei Applications Driving 7 Segment Modules and 35 Disk Matrix Series Modules in Panel Configurations. Ja, also messen wir mal zwischen den Pins 7 und 2. Ja, das ist auf der Seite. Der fünfte Pin ist Ground, das heißt, das ist die rechte Seite hier. Okay. Messen wir zwischen hier und dem direkt darüber einfach. So. Da werden wir dann messen, machen wir hier, so. Da haben wir 7,7 Volt, okay. Wenn ich jetzt mal die Messspitzen irgendwie festgehalten bekomme und dann auf diesen Knopf drücken könnte. So. Aha, da hatten wir gerade kurz 13 Volt. Ja, das ist natürlich zu schnell für das Multimeter. Aber es scheint auf jeden Fall runterzugehen in Richtung 0, beziehungsweise eben in Richtung plus 24 Volt. Da, ja, mein Oszilloskop ist leider kaputt, sonst würde ich das mal einfach dran anschließen. Ist vielleicht das Ground von dem IC aus irgendwelchen Gründen nicht das Ground, was wir sonst in der Schaltung haben vielleicht? Dass quasi das, statt eine negative Spannung, eine richtige negative Spannung zu erzeugen, dass quasi einfach nur den Ground auf eine positive Spannung legt. Das Ground ist wirklich 0 Volt hier. Das ist dasselbe wie da hinten, okay. Was ich mal machen kann, ist einfach selbst ausprobieren und vor allem zuerst einmal ein Schema zu machen, wie dieser Steckverbinder belegt ist. Dann kann ich ja erstmal mit, keine Ahnung, 5 Volt probieren, ob vielleicht die Flipdots dann laufen oder ob man da wirklich mehr Spannung braucht und dann hilft mir das vielleicht weiter, die Schaltung zu verstehen. So, ich habe jetzt einen Plan gemacht von diesem Stecker und scheinbar ist VS wohl
irgendwas hat wohl irgendwas mit der Flipdart-Spannung zu tun. Ansonsten werde ich dann gleich damit mal rumexperimentieren, aber jetzt messe ich erst nochmal VS, weil ich glaube, das habe ich nämlich vorhin nicht gemessen. Ah, das sind die 19 Volt, die wir auch, ich glaube, bei VPP genommen, gemessen haben. Mal nachmessen. Ja, genau. Das ist VPP. Mhm. Gut, gut. Das ist trotzdem nur ein Wert und kein negativer. Also muss ich wohl einfach jetzt mal mit den Flipdots rumprobieren. Ich habe jetzt mal hier mein kleines Breadboard mit der 5 Volt Versorgung. Die 24 Volt, ja, weiß ich noch nicht. Ich probiere es erstmal mit 5 Volt. Vielleicht bewegt sich ja schon irgendwas. Man weiß ja nie, ne? So. Also, ich werde einfach mal hier die Drahtbrücken hier reinstecken. Das hält ja eigentlich recht gut. Ich erwarte jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht, dass sich da was tut. Spannung ist eingeschaltet und ja, tut sich nichts. Ich habe jetzt erstmal mit dem Steuergerät die Matrix komplett gelb geschaltet und vielleicht sieht man ja jetzt, dass sich irgendwas auf schwarz dreht. Und jetzt? Okay. Warum ist das jetzt passiert? Okay. Die sollten sich eigentlich auch umgedreht haben. Die komplette Zeile ist gerade einfach irgendwie auf schwarz, beziehungsweise so halb schwarz gegangen. Aber die anderen kann man nämlich nicht einfach umklappen, die gehen wieder zurück. Aber die hier, die sind irgendwie so komplett demagnetisiert gerade. So, ich habe jetzt die Matrix nochmal zurückgesetzt. Also kaputt gegangen ist zum Glück jetzt nichts. So, jetzt habe ich nochmal alles auf schwarz geschaltet. Dann kann ich ja gucken, ob ich vielleicht jetzt doch welche auf gelb geschaltet bekomme irgendwie. Nee, geht immer noch nicht. Naja, zumindest habe ich es ja schon mal geschafft, irgendeine Reaktion aus dem Ding zu holen, aber das war eigentlich keine so super Reaktion. Okay. Ja, meine Kamera hat irgendwie aufgehört aufzunehmen, aber gut. Ich habe jetzt den Fehler gefunden und zwar war ich so blöd und habe mir diesen Plan, also das war jetzt nicht blöd, aber ich habe diesen Plan hier für diesen Stecker, das ist jetzt übrigens eine IBIS-Platine aus einer anderen Anzeige, quasi für die Draufsicht auf diesen Stecker so geschrieben. Und was ich hier natürlich habe zum Anschließen ist das Gegenstück zum Stecker. Das heißt natürlich, ich muss es rumdrehen, damit der Plan gilt. Das heißt, ich habe quasi alles gespiegelt angeschlossen. So, ich habe es jetzt schon mal richtig rum angeschlossen. Und ja, jetzt kann ich eben hier den einen Pin zum Beispiel wieder auf N Plus legen und entsprechend das Ding auf Source stellen und als Low Side Switch nutzen. So, wenn ich jetzt hier den Eingang aktiviere, dann flippt der eine dort rum. Und wenn ich es jetzt wieder als High Side Switch benutze, dann muss ich es wieder so rum anschließen, Data auf Plus, das kommt dann hier rein und dann flippt der dort in die andere Richtung. Und zwar so.
damit weiß ich jetzt, dass ich quasi recht hatte mit meinen Vermutungen, wie das Ding funktioniert. Ich weiß, dass das Ding ziemlich robust ist und nicht so leicht kaputt geht, was ziemlich gut ist. Ja, und damit ist quasi der Grundstein gelegt für den Entwurf meiner eigenen Steuerung. Das werde ich dann in den nächsten Tagen oder Wochen wohl machen. Und natürlich zwischendurch auch wieder Videos machen. Also, wenn irgendwas Interessantes passiert, dann gibt's ein Video. Jo. Dient auch unter anderem einfach meiner persönlichen Dokumentation einfach, dass ich weiß, was ich gemacht habe an diesem Projekt. Und warum sollte ich es dann nicht auch auf YouTube hochladen? Also gut, dann war es das für heute. Und ich hoffe, es war jetzt nicht allzu langweilig und ich hoffe, ihr wart von meiner Dummheit nicht allzu genervt. Ja, dann bis zum nächsten Mal.